Wir sitzen aufrecht oder liegen in bequemer Position. Die Arme liegen auf unseren Oberschenkeln geöffnet nach oben oder neben uns. Wir sind völlig entspannt. Unsere Nasenspitze kommt und geht der Atem. Wir spüren ihn. Er kommt, er geht. Wir streifen die Gedanken ab, die in uns aufkommen. Sie kommen und sie gehen, aber wir schenken ihnen keine Aufmerksamkeit mehr. Wie gute Freunde, die vorbeigehen, grüßen wir sie und lassen sie ziehen. Geräusche sind Mantras. Sie kommen, sie gehen. Auch sie sind gute Freunde. Wir grüßen sie, lassen sie ziehen. Aber wir müssen nicht an ihnen anhaften. Wir sind entspannt und locker. Die Rückenmuskulatur entspannt sich, das rechte Bein entspannt sich, ist schwer, das linke Bein entspannt sich, ist schwer, der Po lockert sich, ist entspannt, der Unterkörper gesamt ist entspannt. Oberkörper lockert sich, ist entspannt. Wir sind herrlich relaxed, ganz im Hier und Jetzt, klar in uns. Gedanken ziehen vorbei. Erleuchtung bedeutet zeitlose höchste Freude, durch unsere Klarheit bekommen wir einen Eindruck davon, wir werden breit und groß, und immer größer. Wir nehmen uns Gedanken von Verletzung, von Enttäuschung, setzen sie vor uns auf eine schöne Wiese, auf einen kleinen Altar. Da ist die Enttäuschung, da ist die Verletzung. Und da ist der Schmerz. Tief in uns tragen wir Trauer. Wir lieben uns dafür, dass wir so empfinden. Wir lieben die Verletzung. Wir lieben die Enttäuschung. Wir nehmen sie an. Wir können durch unser Denken, unser Fühlen und unser Handeln unser Leben selbst bestimmen. Ändern wir eines von diesen Dingen, so ändern sich auch die anderen beiden.
Energetisch sitzen wir jetzt vor der Enttäuschung, vor der Verletzung, vor dem Schmerz. Hinter dem Altar geht es hinunter. Es geht ins Leere. Wir lieben die Enttäuschung. Schieben sie über den Altar hinweg, dass es nach hinten in die Leere geht. Wir lieben die Verletzung. Nehmen sie auf in unser Herz, schieben sie nach hinten und sie fällt hinunter in die Leere. Der Schmerz, dieses Alldurchlittene, dieses Tag und Nacht, diese Tränen, diese Trauer. Wir lieben es, wir lieben uns dafür, dass wir so empfunden haben. Wir schieben es nach hinten, es geht über den Altar hinweg, in die Leere. Die Fäden, die zu uns noch gespannt sind und uns versuchen zu halten, schneiden wir mit einer riesigen goldenen Schere durch. Die Fäden gleiten auch mit ins Leere. Und uns verbindet nichts mehr mit der Verletzung, der Trauer, dem Schmerz. Jedes Gefühl, jeder Gedanke, jedes Handeln. Wir wieder in Verbindung bringen damit, geschieht durch uns selbst. Und wenn wir so empfinden, dann lieben wir uns dafür. Denn alles ist gut so, wie es ist. Doch wir genießen jetzt den Moment der Freiheit. Von der Verletzung, der Trauer und der Enttäuschung. Wir dürfen jetzt ganz in uns selbst sein und uns selbst lieben. Wir sind gut so, wie wir sind. Wir sind klar in uns, wir sind angekommen. Zurückkehren in unsere Welt, sind wir nicht mehr den Dingen ausgeliefert, sondern wir wissen darum, dass wir entscheiden, welche Enttäuschung, welches Leid, welchen Schmerz wir leben wollen. Wir können diese Befreiung nur mitnehmen in das Leben. Unseren Alltag, in unsere Zukunft. Aber alles ist gut so, wie es ist. Und wir dürfen uns lieben dafür, so zu sein, wie wir sind. Alle Wesen im Universum haben die gleiche Voraussetzung, haben das gleiche
was sie erleben dürfen. Jedes Wesen entscheidet, welchen Weg es gehen will, welche Herausforderungen es im Leben annimmt, mitnimmt und auf sich nimmt. Liebe dich dafür, wie du bist, denn es ist gut so, wie es ist. Liebe in allem. Danke.